So, es gibt jetzt einen kleinen Espresso. Das ist so out of my morning routine. Aber ich schaffe es jetzt nicht, den ganzen Saft zu trinken, weil ich werde dann zu voll sein, wenn ich jetzt High Intensity mache. Deswegen, um jetzt wach zu werden, weil ich es auch nicht mehr schaffe zu frühstücken, ist das jetzt so eine Uhrzeit. Ich bin aufgestanden, habe meine Zähne geputzt, das Bett gemacht, mich angezogen, trinke Espresso, Wasser, dann gehe ich zum Sport und wenn ich wieder da bin, startet quasi meine Morning Routine. Ja, ich freue mich auf den spontanen Vlog mit euch. Trinke jetzt hier mein Espresso und wünsche euch viel Spaß bei dem ganzen Video. Is there anything better, als frisch geduscht nach so einer Class nach Hause zu gehen und jetzt erstmal meinen Juice zu trinken? Ich habe natürlich schon meine ERAs dabei gehabt und getrunken. Zumindest so. Ich trinke nicht viel beim Training. Ich finde das richtig krass. Da muss auch jeder gucken, also was ich euch empfehlen kann, wenn ihr anfangt mit High Intensity oder mit dem Laufen, auf gar keinen Fall Kohlensäure trinken, weil dann müsst ihr die ganze Zeit so, ihr wisst schon, aufstoßen oder mehr, das wollen wir nicht. Und genau, ansonsten Wasser natürlich, aber jetzt zum Beispiel, ich vertrage auch vorher, ich kann jetzt kurz vorher keinen großen Cappuccino oder sowas trinken. Und das kommt auch noch dazu, hoffentlich werde ich jetzt nicht überfahren. Es ist rot, es ist rot. Ich wollte sagen, ihr müsst selber gucken, was ihr, also ob ihr gerne dabei was trinkt, weil ich, wenn ich manchmal mit Freunden oder so trainiere, dann ist es immer so, wieso trinkst du nichts und wieso schwitzt du nicht und so. Und dann denke ich mir so, ja, wenn ich jetzt halt voll viel trinke, auch zum Beispiel, wenn wir eine Laufbahn-Session haben, dann gehen wir runter und trainieren mit Gewicht und dann wieder aufs Laufband. Ich kann dazwischendrin nicht so viel trinken, auch wenn ich Durst hätte, weil ich sonst, das, weil mir das nicht vom Magen so, wisst ihr, was ich meine? Ja, es ist halt deswegen schön achten, wenn ihr auch so seid wie ich, achtet darauf, dass ihr davor und danach auf jeden Fall genug trinkt. So, jetzt aber Frühstück. Let's go. Ich freue mich richtig auf meinen Juice. Ich habe gestern zum ersten Mal Sellerie-Juice getrunken, also so frisch gemachten, selbstgemachten Sellerie-Juice bei Jo. Da war ich nämlich bei Joanna. Du geile Sau. Ja, auf jeden Fall, da war ich und die hat mir Sellerie-Juice angedreht und ich dachte erstmal, weil ich fand es immer und dann hat die aber Apfel damit reingemacht und es schmeckt sehr lecker. Eine Staude Sellerie und ein Apfel. 10 von 10. Das habe ich mir gestern vorbereitet und das trinke ich jetzt. Das ist witzigerweise die Flasche, die wir bei Germany's Next Topmodel am Set bekommen haben. Da unten steht einfach noch, da wurde so ganz klein mein Name drauf gedruckt. Ja, und die ist luftdicht und die ist lichtundurchlässig und deswegen habe ich da mein Celery Juice frisch gepresst. Einmal Celery, ich habe es euch eben schon gesagt, einmal Apfel. Das kommt jetzt in mein Glas und dann mache ich parallel dazu noch meinen Green Juice und den mache ich entweder mit Apfel, Spinat, Gurke und so selbst mit meinem Entsafter und oder ich nehme so eine Super Green Powder. Das ist quasi so, das ist grüner als meine Pflanzen auf jeden Fall. Lol. Das ist ja so ein Super Green Powder. Könnt ihr einfach mal googeln. Gibt's auch in der Drogerie. Achtet auf jeden Fall auf Bio-Qualität und ne, dass da kein Schmutz drin ist. Aber im Grunde mag ich das sehr gerne und integriere das auch schon seit ein paar Monaten jeden Morgen. Zeigen, wie wir das hier in der Küche aufgebaut haben. Und zwar fülle ich immer die ganzen Kerne oder Flohsamenschalen oder was auch immer, Haferflocken, Chiasamen und so, da hinten sind unsere Kapseln oder auch hier Hanfsamen. Die drei sind übrigens alle von Foodist und ich kaufe die dann in Bio-Qualität und groß und fülle die um. Und so habe ich immer gesunde Toppings für meine Bowls oder auch einfach mal zum Snacken und man greift dann gar nicht zu so Scheiße. Also das ist vielleicht auch so ein Tipp, ich hatte das letztes auch schon in meiner Story, zum Thema Heißhunger. Esst euch satt. Esst euch wirklich satt, wenn ihr mittags irgendwie ein Porridge zum Beispiel esst und dann sagt ihr, boah, irgendwie bräuchte noch irgendwas, dann esst nochmal eine Banane, esst nochmal ein paar Nüsse oder so, esst gesunde Sachen. Und ich finde, wenn man das so schön angerichtet hat und wirklich sich mal, keine Ahnung, ein paar Euro nimmt, einkauft, sich diese Boxen auch bestellt, selbst Meal Prep Boxen oder so, wo man dann Essen, was vielleicht auch mal übrig ist, schön einpacken kann für den nächsten Tag, anstatt das reinzuschlingen. Das sind lauter so kleine Tipps. Also versucht es wirklich so einfach und so schön wie möglich zu machen, dass ihr gerne diese Nüsse esst, weil sie da stehen und weil sie euch anstrahlen und weil sie zur Verfügung stehen. Ich meine, wenn man das nicht da hat,
dann ist man so, oh Gott, was soll ich jetzt essen, was soll ich jetzt essen? Weil man hat keine gesunden Snacks. Und im Gegensatz auch, wenn man nur Scheiße zu Hause hat und nur Gummibärchen oder Schokolade oder Chips oder so, was man, wovon man da vielleicht loswerden will oder was man minimieren will, natürlich greift ihr dann in dem Moment dazu, weil es eben direkt vor eurer Nase ist. Und das hat auch super viel mit sensorischen Reizen zu tun. Also man lässt sich leichter triggern anhand des Geruchs oder wenn man was sieht, wenn man Hunger hat. Und man hat man Hunger, wenn man entweder wirklich essen sollte oder wenn man einfach zu wenig gegessen hat. Und das ist ein ganz großer Fehler. Das ist ein ganz großer Fehler, den sehr viele machen, dass sie nicht genug essen und dann Heißhunger bekommen und dann irgendwas sehen, eine Zimtschnecke oder eine Tafel Schokolade und dann das schnell inhalieren. Deswegen immer satt essen und auch genug trinken. Da habe ich euch halt schon ein paar Beispiele gezeigt. Aber genug trinken ist so, so, so wichtig. Weil auch wenn man mal zu wenig trinkt, kann der Körper manchmal denken, man hat Hunger und man hat gar keinen Hunger. Deswegen immer schön trinken, sehr wichtig, gesund und auch gegen Heißhunger. Und jetzt mache ich mir erstmal einen Tee und einen Kaffee, weil es ist jetzt 11 Uhr irgendwas. Ja, und es ist einfach mal time for tea and coffee. Das ist der erste richtige Cappuccino, den ich heute trinke. Mal schauen, wie viel es noch werden. Der Tee ist übrigens neu im Rennen. Apfelfeige. Es geht halt nichts über Hafer-Cappuccino. 10 out of 10. Also ich muss ja wirklich sagen, ich liebe Porridge. Da ich es jetzt nicht zum Frühstück hatte, wollte ich unbedingt zum Mittag essen. Es macht so satt, es ist so gesund. Ihr könnt so viele verschiedene Arten machen. Ihr könnt salty machen, ihr könnt sweet machen, ihr könnt es mit Schoko machen, ihr könnt es mit Karamell machen, ihr könnt es mit Banane machen, ihr könnt es mit Erdbeeren machen, ihr könnt es mit Himbeeren machen, ihr könnt es wie einen Kuchen machen, ihr könnt es baked machen, ihr könnt es kalt machen, ihr könnt, also, Entschuldigung, Porridge, ganz da oben. Es macht so satt, glaubt mir, gerade die Kombination mit Joghurt und Flohsamenschalen, Game Changer. Kurzes Update, ich glaube, man denkt richtig oft, ich würde den ganzen Tag so zwischen den Essenssachen nichts machen, weil ich immer gleich was sehe. Ich habe hier gerade einen Waist Trainer an, ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. So sieht der aus. Ich packe euch mal hier runter. Und ich finde es richtig erstaunlich, wie krass, also ich hab den seit einer halben Stunde an. Ich teste das jetzt mal durch und werde euch da auf TikTok auch mitnehmen. Aber das finde ich super spannend. Ich wollte kurz sagen, ich mache mir jetzt einen Kaffee. Ich habe jetzt nämlich gleich einen Termin und da muss ich hinfahren. Und ich nehme mir jetzt einen Kaffee mit, weil ich bin irgendwie ein bisschen, ich habe gerade so nachmittagstief, einfach so müdigkeitsmäßig. Und ich habe nicht richtig Hunger, deswegen Odd Cappuccino for the go is yes. Ich bin jetzt unterwegs, ich wollte euch aber noch einen Tipp mitgeben. Ich habe euch ja vorhin schon gesagt, ihr sollt euch zu Hause Nüsse und solche Snacks schon parat stellen. Und wenn ihr unterwegs seid, der Riegel ist wieder der Riegel wie aus meinem letzten What I Eat in a Week von der Rahel. Den hat die nämlich zusammen mit Get Fuel gemacht und der ist sehr lecker. Ist ein veganer Proteinriegel, glutenfrei und High Protein. Und da ist künstlicher Zucker drin. Ich habe jetzt zum Beispiel in meinem Cappuccino, anders als heute Morgen, keinen künstlichen Zucker reingemacht oder kein Süßungsmittel, weil vor einem Jahr oder so habe ich gar keinen Zuckerersatz genommen. Mittlerweile finde ich es ganz cool und integriere das ab und zu auch mal. Aber ich finde das, also ich will mich nicht so sehr dran gewöhnen. Wisst ihr, was ich meine? Da ist das zum Beispiel drin. Ich mache das auch echt mal gerne in so Joghurt rein oder abends, wenn ich einfach mal Lust habe und so. Aber ich will trotzdem natürlich
noch bleiben. Ich will eine Banane genauso süß finden. Ich will eine Dattel genauso süß finden. Und ich will auch meinen Cappuccino trinken und genießen können. Ohne, ich weiß nicht, wer es vielleicht von sich selber kennt, aber wenn man viel Süßes isst, gerade auch viel Zuckerersatz oder so, ist es auch echt oft, dass man einfach dann nichts mehr süß findet und das Gefühl hat, man kann nichts mehr genießen ohne das. Und genau deswegen konsumiere ich das ab und zu. Da kommen nämlich auch häufig Fragen auf Instagram und ich finde das auch gar nicht verwerflich und das kann man auch machen. Und es ist cool, dass es sowas gibt, aber nicht einfach nicht zu sehr dran gewöhnen und auch einfach auf die natürlichen Lebensmittel, Obst und Gemüse und so schauen, dass man da genug Bitterstoffe isst und gut fürs Mikrobiom. Ihr wisst ja, wie der Hase hoppelt. Mein eigentlicher Tipp war nur, ihr sollt auf jeden Fall auch Snacks mitnehmen, weil dann esst ihr keine Scheiße. Ne? Wie bei auch zu Hause Snacks so hinstellen und immer was da haben, auch was dabei haben, wenn man unterwegs ist. Weil es einfach super wichtig ist und man dann, wenn man Hunger hat, wenn einer Hunger packt, kann man einfach in die Tasche greifen und hat was Gesundes mit dabei. So. Es ist mittlerweile abends und ich stehe in der Küche und mache Abendessen. Es wird eine asiatische Pfanne geben mit Reisnudeln, Tofu, Gemüse. Ich habe jetzt schon mal Brokkoli gekocht, den preppe ich ja auch total gerne. Also wenn ihr jetzt Brokkoli im Kühlschrank habt, geht jetzt in die Küche und kocht den schon mal. Weil wenn ihr den 2-3 Tage liegen lasst, wird der einfach komplett schlecht. Das geht so schnell. Ich mache mir jetzt hier noch eine Kanne Tee. Das mache ich richtig oft abends, weil ich dann nochmal richtig viel trinke. Ja, und ich snacke parallel immer, ganz wichtig, auch hier, snacke immer Karotten oder Tomaten oder Gurke oder so mit Hummus beim Kochen, weil da, ich werde einfach getriggert. Wir haben sensorische Reize, ich habe schon mal gesagt, das heißt, wenn ihr Hunger habt und mit Hunger kocht, was ja okay ist, dann tendiert man dazu, dann ganz oft Scheiße zu essen. Deswegen mein Pro-Tipp ist ja immer, eigentlich Gemüse zu schnibbeln, regelmäßig, und das Gemüse dann in so eine Tupperbox zu stellen. Und jedes Mal, wenn man beim Essen schon ein bisschen Hunger hat oder auch während des Abendessens, einfach diese Tupperbox mit dem geschnittenen Gemüse rausholen, bisschen Hummus dazu und schnabulieren. Okay, es gibt jetzt noch eine kleine Überraschung. Ich dachte, wir machen ganz spontan ein Foodist-Haul. Ich bestelle ja auch oft bei Foodist. Deswegen habe ich mal gedacht, ich mache euch jetzt ein kleines Update, damit ihr vielleicht inspired werdet. Das ist keine bezahlte Werbung. Wir kooperieren auf Instagram. Da findet ihr auch immer die Aktion. Mein Code ist immer Lena, aber es ist halt angepasst an die Aktionen, die gerade gelten. Zum Beispiel gerade gibt es 20% auf alle Creams. Zum Beispiel auch die Peanut Cream, die ich für die Soße verwende, und generell Nussmuse. Aber das ist immer auf Instagram. Aber ich dachte, es ist ja mal ein bisschen ausführlicher und wir haben hier ja schön viel Zeit. Deswegen zeige ich euch mal, was ich so bestelle. Wir haben einmal das Banana Bread Porridge von Marissa. Das ist komplett clean, das ist vegan, das ist mit glutenfreien Haferflocken und es schmeckt wie Bananenbrot. Also so Schokostückchen drin, Bananenstückchen drin. Richtig, richtig lecker. Mag ich sehr gerne. Zum Beispiel auch als Overnight Oats oder für unterwegs. Das ist jetzt in der neuen Verpackung. Sehr, sehr, sehr geil. Dann Basics, ihr habt es heute Mittag schon gesehen. Ich habe hier zum Beispiel Chiasamen und Hanfsamen. Das ist eine sehr gute Proteinquelle übrigens. Und das ist auch gut. Chiasamen sind super im Joghurt, zum Beispiel zum Quellen, wenn ihr viel Volumen haben wollt. Also gerade High-Volume-Food lässt sich mit Chiasamen sehr easy machen und ist auch eine sehr gesunde Fettquelle. Ah ja, rote Linsen, da kann man halt voll kreativ werden. Man kann Linsencurry machen, man kann Patties machen, man kann so viele Sachen mit Linsen machen. Und ich finde halt, wie gesagt, bei den Essentials wisst ihr ja, man kauft halt ein Kilo. Das ist dann verhältnismäßig günstig und es ist eine gute Qualität und es ist alles laborgeprüft. Das ist halt auch vor allem bei Nüssen. Hier, wir haben nochmal Paranusskerne und so. Das ist halt alles wirklich einfach sehr, sehr wichtig, dass ihr da keine Scheiße esst.
Genau, dann, was haben wir noch? Ah, Riegel. Ich habe mir Riegel bestellt. Das sind die von Lizzie. Und, oh, das sieht so schön aus. Schaut euch das an. Ein Oat Bar. Der ist so ummantelt von Schokolade und in der Mitte ist es so ein Haferriegel. Der ist auch glutenfrei und vegan. Alles bei Foodies ist vegan. Stelle ich mir dann immer so in mein Snackregal und wenn ich dann mal Lust habe auf einen gesunden Snack, dann esse ich sehr gerne auch die Bars von Lizzie. Humuspulver, das ist ein Game Changer. Das meins ist leer. Es ist so geil. Das sind wie gemahlene Kichererbsen und ihr könnt die zu Hause einfach dann selbst anrühren. Also ihr könnt diesen Humus zu Hause selbst anrühren. Ihr könnt das mit Basilikum machen, mit getrockneten Bananen, mit getrockneten Tomaten. Ihr könnt das mit Minze machen, mit Zitrone, mit Tahini. Ihr könnt so viel mit diesem Humuspulver machen und quasi immer eure eigene Geschmacksrichtung mit Humus kreieren. Und das finde ich richtig geil, weil ich habe es oft, dass ich Humus dann zum Beispiel schon wegwerfen musste, weil ich ihn nicht gepackt habe oder weil ich dann unterwegs war. Und hier, weil das Problem ist ganz oft, dass bei Humus, könnt ihr mal drauf achten, im Supermarkt, im Humus ist super oft Sonnenblumenöl drin oder Zucker drin und so. Und das ist halt unnötig. Das sind leere Kalorien in meinen Augen. Deswegen mag ich das sehr gerne. Da ist jetzt nur drin Kichererbsenmehl, Sesammehl, Salz, Knoblauchpulver und Kreuzkümmelpulver. Aber keine Sorge, Kümmel schmeckt man nicht so krass raus. Sehr, sehr, sehr lecker. Diese Cookies, diese mit Walnut und ich glaube Kakao, genau, sehr geil. Wenn ihr mal so Besuch bekommt oder mittags mal Lust habt auf einen Kaffee mit einem Snack, dann sind diese Cookies auch vegan und glutenfrei sehr lecker. Und dann habe ich mir noch die Bean Cream bestellt, die habt ihr ja eben auch schon gesehen, schon dreimal glaube ich heute. Ich finde die auch richtig geil, habe ich nochmal nachbestellt. Ich glaube, ich habe noch was. Uno Secundo. Ich habe das nämlich noch schon ausgeräumt, aber ich zeige es euch nochmal. Das sind die Cookie Dough Bites. Das sind so Raw Bites. Die bestehen nur aus Datteln, Erdnussmus, gerösteten Erdnüssen, Kokosblütenzucker, Kakao, Bunch, Splitter und Proteinpulver aus Reis und Erbse. Also sehr clean, sehr clean. Und die machen richtig schön satt und sind so tolle Bites, die man dann einfach so ein bisschen snacken kann. Sind meine Lieblingssnacks von Foodies tatsächlich. Und dann habe ich mir Overnight Oats bestellt. Diese kommen in so einem Gläschen. Die Gläschen kann man ja auch wiederverwenden. Auch für Overnight Oats, wenn ihr diese dann selber macht. Aber so to go, wie geil ist das? Das ist wie, als würdet ihr es selber machen. Also auch super clean. Zutaten habe ich noch nicht probiert. Werde ich aber die Tage mal auf Instagram machen und euch da mitnehmen. Also das sind so Sachen, die ich mir bestelle. Viele Basics, gesunde Snacks und Must-Haves. Weil ich finde einfach, man kann das halt so easy dann in den Alltag integrieren. Und wirklich auch, und das finde ich ja bei Foodies so geil, dass wir halt clevere Nutrition haben. Also wir sparen jetzt zum Beispiel durch solche Dinge wird halt Kalorien sparen für viele, die Probleme haben oder die es gerne einfach machen wollen, so einfach gemacht. Und wir haben trotzdem so eine gute Qualität, laborgeprüft, so natürlich wie möglich, auch bei Ersatzprodukten. Und das finde ich halt super geil. Ich würde sagen, jetzt gehen wir gemeinsam in die Küche und es gibt Dinner. Das war's mit meinem What I Eat in a Day. Ich habe mich jetzt hier mit meiner Granola-Proteinpulver-Pumpe hier hingesetzt. Mir ist es nämlich ganz wichtig, dass ich 1,5 bis 2 Gramm Protein pro Körpergewicht zu mir nehme. Ich versuche das zu erreichen durch zum Beispiel Hülsenfrüchte, durch aber auch Tofu war heute so. Tofu und Pilze und Nüsse waren heute so meine pflanzliche Proteinquelle. Ihr wisst, ich ernähre mich vegan. Mittlerweile eine ganz lange Zeit auch vegetarisch. Da kann ich gerne auch mal drauf eingehen. Also wenn ihr noch mehr Fragen zu meinem Ernährungsstil habt, dann könnt ihr das gerne auch in den Kommentaren fragen. Ansonsten esse ich gerade in einem Kaloriendefizit. Ich mache da wirklich ganz, ganz wenig. Also für euch als Tipp, wenn ihr, ich sehe das ja immer wieder und viele, die auch ins Gym gehen, haben so eine Bulk und so eine Shred- oder Cut-Phase. Ich habe das gar nicht. Ich hatte einfach nur
das letzte Jahr, und das habe ich auch ganz offen und ehrlich kommuniziert auf Instagram, einfach Körperfett zugenommen, weil ich überhaupt nicht auf meine Ernährung geachtet habe, ganz anders gegessen habe, ich mich in einer anderen Phase meines Lebens befunden habe. Ich habe viel weniger Sport gemacht und dadurch einfach mich ein bisschen gehen lassen für meine Verhältnisse. Das ist eine ganz subjektive Wahrnehmung. Und jetzt bin ich wieder in meinem Lifestyle. Ich ernähre mich gesund, ich trinke meinen Juice, ich gehe zum Sport und ich fühle mich da drin total wohl und ich gehe da drin auf. Deswegen, ich freue mich, euch zu inspirieren, aber natürlich auch für euch. Das ist gemessen anhand meiner Aktivität, anhand meines Schlafs. Also ich track das ja wirklich aus einem sehr starken Gesundheitsfokus heraus. Es macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Ich habe auch überlegt, ob ich mich noch mehr hinsichtlich meines Studiums in die Richtung Sportwissenschaften, Ernährungswissenschaften weiterbilden soll, weil ich das so super spannend finde. Und am Ende des Tages ist es aber trotzdem so, hört auf euren Körper, wenn euch Kalorienzählen triggert und ihr vielleicht in der Vergangenheit an einer Essstörung gelitten habt oder wisst, dass ihr kein gesundes Verhältnis zu Essen oder Sport habt, dann ist es ganz wichtig, vor allem dieses Video nicht als Maßstab zu sehen, generell nicht als Maßstab zu sehen und sich wirklich da auch Hilfe zu suchen und ganz bewusst rauszunehmen und zu gucken, wie arbeite ich daran. Bei mir ist es wirklich ein sportliches und auch ein ernährungstechnisches, so eine Wissbegierde, die dahinter steckt. Und da bin ich auch ganz transparent zu euch. Ich habe noch nie an einer Essstörung gelitten und mache das, weil es mir Spaß macht, nicht um mich zu quälen oder um irgendwas auf irgendwas zu verzichten. Ich gehe auch essen. Ich esse auch mal eine Zimtschnecke und eine Pizza. Und es gibt auch Tage, da track ich nicht, weil ich keinen Bock habe. Aber heute war einer der Tage. Passt natürlich auch fürs Video, für die, die es interessiert. Grundsätzlich, wenn ihr ein gesundes Verhalten zum Essen habt und zum Kalorienzählen und euch das auch Spaß macht und ihr das einfach als tolles Tool seht, so wie ich, dann würde ich euch raten, wirklich darauf zu achten, auch in der Abnahme. Achtet darauf, genug Proteine zu euch zu nehmen. Ihr wollt, dass die Muskeln schön stark und stabil bleiben. Und das ist eben das Futter für unsere Muskeln, bildlich gesprochen. Deswegen auch in einem Kaloriendefizit. Ihr könnt von allem, also von Fett und Kohlenhydrate, beide ein bisschen weniger. Ihr wisst, Fette sind so, so wichtig, gesunde Fette. Kohlenhydrate sind super wichtig. Kann ich euch auch mal die letzte Podcast-Folge unten verlinken. Und Proteine eben auch. Deswegen ein Mini-Kaloriendefizit von 200 bis 300 Kalorien. Und genügend Proteine, wirklich genügend Proteine. Und wenn ihr das nicht schafft, dann wie ich, einfach Proteinpulver. Das war's mit meinem Video. Fühlt euch im Arm, geliebt, geküsst, aber nicht so viel. Wir sehen uns beim nächsten Mal.